Die Entwickler rund um Proxmox haben dazu eine Android-App vorgestellt und in diesem Video soll es genau darum gehen. Hallo, ich zeige dir heute die Details und mal einen kleinen Einblick in die neue Android-App von Proxmox. Damit kann man sein System ganz gut verwalten und diverse kleine Maintenance-Arbeiten durchführen. Und was man damit sonst noch alles machen kann, zeige ich euch in diesem Video. Installiert. Das ist so der Einblick in das Ganze. Schlussendlich müsst ihr nur einen Account anlegen und euch dann damit verbinden. Und dann habt ihr das Ganze hier in der Darstellung. Die App ist im Gegensatz zu diversen anderen etwas weniger umfangreich. Von daher, aber man sieht hier auf der Übersichtsseite CPUs und Arbeitsspeicher, wie viele halt entsprechend auch prozentual belegt sind. Welche Nodes verbunden sind, dadurch, dass ich natürlich nur eine habe, ist das relativ wenig. 5 online virtuelle Maschinen und 6 Container. Warum dann hier jetzt minus 1 steht, paar Bugs sind noch drin. Da wissen die Entwickler auch, im Forum wurde ja ein bisschen darüber diskutiert. Ansonsten kann ich dann hier zum Beispiel Resources, habe ich meine ganzen NXC-Container und Chemo-Maschinen, den Storage und kann dann hier natürlich auch die Belegung des Storage sehen. Was ich ein bisschen komisch finde, hier, wenn ich einmal auf eine virtuelle Maschine gehe, kann ich hier Power Settings, Optionen und Backup quasi machen. Optionen sind dann hier On Boot und so weiter, so ein paar Sachen. Sehe jetzt hier die Hardware, aber ich kann hier zum Beispiel nicht auf die Konsole zugreifen. Gehe ich jetzt zurück und nehme hier jetzt einfach mal einen NXC-Container, habe ich hier die Konsole. Hier brauche ich wahrscheinlich jetzt noch eine Verbindungsgeschichte, vielleicht auch noch eine App dazu. Aber ich habe hier überhaupt erstmal die Möglichkeit, mich dagegen zu verbinden. Seht jetzt hier, passiert ein bisschen was. Also versucht es jetzt hier zu verbinden. Es funktioniert auch nicht immer, das ist mal auch schon quasi gesehen. Und hier seht ihr dann natürlich auch die ganzen Einstellungen von der virtuellen Maschine. Was aber, glaube ich, ganz interessant ist, einfach dann hierüber mal schnell etwas neu zu starten. Gerade wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist, sich per VPN schnell mit ins Netzwerk einwählen, App starten, auf den Server drauf und mal schnell irgendwie einen LXD-Container oder eine virtuelle Maschine oder ähnliches neu starten. Das ist halt dann der Vorteil über so eine App, im Gegensatz zum Beispiel zu Docker. Es sei denn, man nimmt natürlich jetzt Portainer oder Yacht oder ähnliches als, ich sag mal, Frontend für eine Containerverwaltung. So, gehen wir jetzt hier wieder zurück. Ansonsten kann ich hier noch den Access einstellen und quasi meine Sites, wo ich hier quasi das System hinzufügen kann. Also kann ich jetzt hier IP-Adresse und Port und das Ganze dann weiter. Ja, und viel mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Ich sehe jetzt noch hier, dass ich keine Subscription habe. Das heißt, die ist abgelaufen und das war es dann auch schon. Also großartig sieht man nicht. Ich habe, wie gesagt, aus Versehen eine andere App installiert gehabt. Die war etwas umfangreicher. Aber ich finde es super, dass jetzt auch endlich vom Originalhersteller eine passende App auf den Markt kommt, sodass wir da jetzt was Passendes haben. So, jetzt weißt du, wie die App aussieht. Wenn du noch kein Proxmox-User bist, ich frage mich warum, verlinke ich dir mal quasi unten in der Endcard mal das Einsteiger-Tutorial, wie du Proxmox installieren kannst. Vielleicht ist es ja dann wirklich was für dich oder möchtest mal einen Blick in eine virtuelle Maschine werfen, dann kannst du da mal reingucken und dir den Einstieg leichter machen. Dann war es das von mir für heute. Wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos. Danke und ciao, ciao!